Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Senran Kagura Peach Peach Splash. Endlich sind wir bei der Action angekommen. Ich bin aus dem Tutorial raus. Und gucken wir jetzt direkt mal, was hier in der Story abgeht. Gessen Arc? Also, wir haben hier 30 Missionen. 40. Gucken wir doch mal, was da abgeht. Schwierigkeit 1 Stern. Aha. Mit der Ayame. Ich bin hier heute für die Hanzo Akademie. Und ich tue mein Bestes, um mit den Hochschülern mitzuhalten. Okay. Die Kondition, um zu gewinnen? Alle Gegner besiegen. Ist das nicht immer so? Hau mal rein. Mal gucken. Was muss ich tun? So, 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 so. Nun, da das aus dem Weg ist, will ich richtige Action. Und da zeigt er direkt mal seine 30er Ärmchen hier. Sehr viel Jugend und straffe Haut. Behaltet das im Gedächtnis, wenn ihr da draußen seid. Das ist voll der Voyeur. Meister Kiria, warum bist du so angezogen? Ja, der hat halt wenigstens auch was an. Psst. Hibari. Merkt ihr doch. Wir haben darüber gesprochen, dass wir darüber nicht reden werden. Oder so. Aber... Hat die gerade Hentai gesagt? Das Komische ist, da unten im Text steht das nicht. Hey. Wenn er so aussehen möchte und so sich so benehmen will, dann hat er bestimmt seine Gründe dafür. Lass einfach gut sein. Das? Und er übertrifft uns immer noch alle. In was? In der Oberweite bestimmt nicht. Alles klar, ich vergesse es einfach. Über was redet ihr, Mädels da? Nix. Okay, dann versprecht mir eine Sache. Folgt der Universalregel über alle Frauen und Männer und sagt niemand meinen Namen. Ist der Rumpelstilzchen oder was? Goodbye! Echt jetzt? Okay, tschüss. Was ist denn das für ein Dialog? Egal, hau ab. Da verschwindet er. Naja, okay.
Wenn wir gewinnen, können wir alles haben, was wir wollen, richtig? Lass mal das Ding gewinnen. Ja, ich bin bereit. Hibari hat einen Haufen Sachen, die sie haben will. Ich bin auch bereit. Hibari hat einen Haufen Sachen, die sie will. Und du willst nix, außer Hibari glücklich machen, oder was? Hä? Warte eine Minute. Und was ist das, was du willst? Oder was Yagyu will? Keine Angst. Alles, was du willst, ist das, was ich will. Hä? Demo? Nee, es ist eine Vollversion. Nun ja, da ist ein Haufen Zeit übrig, wenn wir das gewonnen haben. Oh, warte mal kurz, mein Telefon klingelt. Hä? Wer sind das? Was ist los, Ikaruga? Was war denn das für eine komische Bewegung? Mein Bruder hat mir geschrieben. Weißt du schon, was du willst, wenn du gewinnst? Wenn nicht, hab ich einen Vorschlag. Was kommt da jetzt? Der Bruder scheint ja eine komische Vorstellung zu haben, so wie es aussieht. Woher weiß er davon? Der muss ein Ohr für Tratsch haben. Das Zeug wird doch live übertragen, oder nicht? Ein kleines Problemchen. Wie sollte ich darauf reagieren? Wie du gesagt hast, lass darüber nachdenken, nachdem wir gewonnen haben. Okay. Erstmal lasst uns das hier genießen. Ein bisschen Peach Splash Spaß. Alter, das ist ja noch schwerer als hier Peach Splash Spaß. Auf jeden Fall sind die Vorrunden jetzt am Start. Triefend nass. Durchsichtige Klamotten. Und andere komische Dinge, die sie anscheinend bloß für mich gemacht haben. Na, Katsuragi halt wieder, ne? Okay. Richtig, Lady Cat. Lass mich dein erstes Ziel sein. Ich würde gerne deine Klamotten genauso nass wie meine sehen, Lady Cat. Aber
Wenn wir Verbündete sind, können wir uns doch nicht gegenseitig abschießen, oder? Also, die Art der Vorstellung, hey. Also, du bist ja direkt Feuer und Flamme dafür, Ayame. Lass mal rocken den Scheiß. Natürlich, Madam. Es ist eine Freude, mit euch allen zusammenzuarbeiten. ja. Ach du Kacke. Was ist denn das jetzt? Meine erste Mission und ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Hau rein. Achso. Also konnte ich jetzt bloß die Hanzo-Mädels auswählen und hab da irgendwie so ein Kartengedöns, aber das Kartengedöns kann ich erst auswählen, wenn ich überhaupt Karten hab. Yeah. Los geht's. Ich sehe nix. Blöp. Oh. Was muss ich tun? Und wo sind die Gegner? Und warum rennt Yagyu da vorne rum schon? Oh. Hey, was hab ich überhaupt für eine Knarre? Ich habe irgendwie so ein Shotgun-mäßiges Ding. So. Bam. Das ist ja hier noch voll easy. Was ist denn das da für ein Ding? Muss ich das kaputt hauen? Ah ja. Ich verlange mehr Fanservice. Ja, yeah. Ich glaube, ich bin über die Gegner gesprungen. Es ist noch leicht verwirrend, muss ich ganz ehrlich sagen. Hä? Was war das komische Grüne? Hä, das war's schon, oder was? Yeah, ich hab anscheinend gewonnen. Und alle Tropfen vor Feuchtigkeit. Was hatte Katsuragi da eigentlich für ein Monster? Eine Wasserpistole, hey? Das waren ein paar derbe Moves, Ayame. Obwohl sie keine Ahnung hatte, was sie gemacht hat. Yeah, du hast wirklich jeden Tag trainiert. Nicht wahr? Ich bin ehrlich ein bisschen überrascht. Es ist so wundervoll. Wundervoll. Wundervoll, das von euch allen zu hören. Ich bin, peinlich berührt. Und, ich fühle so einen Haufen Freude. Aus den Tiefen meines Herzens. Du hast auf jeden Fall das Zeug zur neuen Elite. Ziemlich aufregend, wie ich sagen muss.
次の選抜メンバー候補？Hä? Hast du gerade Elite gesagt? Ah, 前にキリア先生から聞いたんだ。あやめが次の選抜メンバー候補に上がっていると。Mhm. Master Kiria hat mir das vorher gesagt. Ayame ist vorgeschlagen, um in die Elite aufgenommen zu werden. Seid ihr verrückt? Socca. Adai tachi ga sotsugyou shitara, senbatsu member ni 2人 mo aki ga deru nda mon na. Wenn ich das richtig sehe, dann sind da 2 offene Stellen im Elite-Team, wenn wir unseren Abschluss haben. Abschluss, hä? Liegst du richtig? Ich denke, wir sind bereit dafür. Hey, das heißt, im nächsten Senran Kagura-Spiel ist dann Ikaruga und Katsuragi nicht mehr dabei, oder was? Weil die dann aus der Schule raus sind. Das ist ja voll blöd. Nun denn, wenn Ayame unseren Platz einnimmt, dann willkommen im Club. Vielen Dank. Ayame, 選抜メンバーでやっていくのはそんな生優しいものじゃないぞ。Aber weißt du, Ayame, ein Elite-Shinobi zu sein, ist nicht so leicht, wie es aussieht. Ganz speziell dafür, wenn du den perversen Part übernimmst. Dann musst du mit dem extra Druck klarkommen. Oh Mann, was labert ihr die alle so zu? Nun, da das gesagt ist, Ayame, werde ich dich ganz genau überwachen. Ich muss überprüfen, ob deine Perversheit dem Kodex entspricht. Ja. Hä? Muss ich wirklich so pervers werden? Wenn der Katsuragi nacheiferst, dann ja. Du hast das Zeug dazu. Nimm meine... keine Ahnung. Mantel? Übernimm mein Mantra und... glänz durch die Gegend. Ich verstehe. Wenn du das so sagst, dann bin ich bereit dafür. Na dann ist es Zeit für ein Quiz. Mal gucken, wie dein Potenzial ist. Folge mir. Pervers sein du musst. Meine Hand durch deine gehen muss. Natürlich, Madame. Ayame als unser neues Mitglied?
aufregende Sache. Wie jetzt? Direkt falls nicht? Hikaruga, was ist los? Du bist ein bisschen wie JD in deiner eigenen Gedankenwelt versunken. Du hast nach links oben in die Ecke geguckt. Nee, war ich nicht. Lass uns mal fürs nächste Match vorbereiten. Da ist definitiv was im Busch. Fragt sich nur in welchem. Aber vielleicht bin's nur ich. Hä? Ah ja. Ich habe eine 5 gekriegt. Und ein Sammelkartenpack. Geil. Jetzt haben wir her. Das haben wir gekriegt. Aha, eine Duschkanone. Eine Shotgun. Was noch? Nochmal eine Duschkanone. Was ist das? Asuka. Konfrontation. Asuka vor der Mission. Noch eine Shotgun. Alter. Noch eine Duschkanone. Katsuragi, Shinobi-Student. Noch eine Shotgun. Und ein Sniper-Rifle. Okay. Also die zwei machen wahrscheinlich wieder diese komische Welle da. Und das scheint irgendeine Explosion zu sein. Und das sind neue Waffen, die ich mir aussuchen kann wahrscheinlich. Wenn ich keinen Bock auf die aktuelle Waffe habe. Yay. Karten, die du schon hast, werden bei ihrer oder mit ihrer Seltenheit sortiert. Sortierte Karten können zum Upgraden benutzt werden. Okay. Was? Ich habe Pokerchips gekriegt. Du kannst jetzt halt Charaktere in den Missionen ändern. L1, um die Shinobi zu gedingsen. Was? Nächste Mission? Okay, also das da ist jetzt wie das möchtest du speichern? Dingens. Und ich kann jetzt direkt zur nächsten Mission übergehen. Aber die sehen wir erst in der nächsten Folge. Ist alles, wie gesagt, noch ein bisschen verwirrend jetzt. So, gerade direkt die erste Mission. Ein bisschen, was muss ich tun? Auf was ziele ich überhaupt? Und was kriege ich dafür Zeug? Und habe ich jetzt überhaupt alles richtig übersetzt? Aber ich denke schon. Mal gucken, wie es in der nächsten Mission abgeht. Anscheinend hat da Katsuragi irgendwas vor. Mit der Ayame, denke ich mal. Aber was das ist, sehen wir halt, wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Hallo. Bis dann.